Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, das ist die letzte Folge, bevor ich in den Urlaub gehe. Denn Montag bin ich dann, beziehungsweise Samstag fahre ich schon und Montag fliege ich dann und dann bis zum folgenden Montag bin ich weg. Deswegen die Montagsfolge in übernächste Woche wird auch nochmal sehr wahrscheinlich voraufgenommen sein. Ich werde es, glaube ich, machen. Einfach Safety Measures und so Zeugs. Wir tun jetzt ihn hier nochmal upgraden, einfach damit wir noch mehr Treibstoff auf Lager haben jederzeit. Gut, aber wir schauen mal, dass wir währenddessen trotzdem schön weitermachen können. So, weil jetzt sollten sich die Tanks hier wieder entladen können. Ja, schauen, jetzt werden die wieder leer. Dann kann die Produktion wieder hochfahren. Dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Ich schaue jetzt immer wieder, wie die Lage ausschaut bei bestimmten Lagern. Gut, wie schaut es mit unserer Kohleproduktion hier hinten aus? Die Kollegen haben... Ja, anscheinend ist hier nicht wirklich viel Erde. Wir haben noch nicht wirklich viel Erde verfahren, die wir in Zukunft nutzen können. Das ist leider irgendwie ein bisschen traurig. Gut, wie schaut es denn hier vorne bei unserer Hauptmine aus? Wo fährt... Ja, er fährt tanken. Okay. Dafür habe ich ein Verständnis. Alter, das schaut hier halt so übel aus. Und das wird unsere Hauptfront in Zukunft sein für den Abbau von Erde und allem drum und dran, um neue Flächen zu schaffen. Aber das wird ja erstmal unsere neue Anlage für... alles mögliche, also, obwohl es wird eigentlich nur Kohleproduktionsstätte für Treibstoff und Energie und alles. Aber ich denke, sobald wir hier anfangen umzuziehen, werden wir auch mal ein neues, ein bisschen nochmal upgraden, unsere ganze Anlage, dass die auch vielleicht Independent Wasser hat. Da muss man nicht immer Wasser nachschießen, sondern die soll selber sich Wasser hinterher schießen. Hier scheint auch alles noch in Ordnung zu sein. Fährt keiner für ihn? Ah doch, da kommt einer, okay. Hier oben haben wir schon eine große Schneise geschnitten. Das ist natürlich sehr gut zu sehen. Warum habt ihr den Baum nicht mitgenommen? Das bedeutet auch, dass wir hier jetzt dann relativ bald einschneiden können. Ich werde gleich dann hier Kies einlagern, anfangen und alles. Und wir werden dann wirklich tief runtergehen und abgraben anfangen. Also wirklich Stück für Stück nach unten. Und massive Abgrabungen machen. Ich will schauen, dass wir eine wirklich tief gelegene Anlage haben, die dann nach oben fahren oder nach oben gehen kann allgemein. Ich glaube, das ergibt mehr Sinn, das Ganze wirklich flach zu machen komplett. Immer wieder auf den Sand gucken, weil, ja, genau das habe ich vermutet. Wir haben nichts zum Abbauen. Farmt das mal bitte alles ab. Aber ich habe auch gerade gelesen, die Fuhre für das Ding ist aufgeladen, oder? Bedeutet, wir können... Wo waren... Fracht ausliefern. Wir müssen uns ja mit den paar Dörfern hier noch ein bisschen befreunden. Dass wir besser mit denen dastehen. So. Wir überlegen, ob wir eine separate, ob wir jetzt die separate Düngerfarm gerade bauen oder nicht. Aber ich glaube, das ist gar nicht blöd. Ja, da steht immer noch die eine Anlage. Ich weiß. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich hatte noch keine Lust dazu. So. Dünger. Eine gute Düngerverarbeitung beginnt mit... Achso, das ist der organische Dünger. Den wollen wir nicht. Organischer Dünger? Nee. Wir wollen daraus möglichst effizient arbeiten. Mit 60 kann ich 84 Dünger 2 machen mit Kalkstein und Schwefel. Dafür brauche ich Sauerstoff und Ammoniak.
geht von der Chemiefabrik 2 auf einen Mischer 2. Bedeutet, wir brauchen hier die Chemiefabrik 2. Gut, ich bin noch im Designer drin, perfekt. Den setzen wir auf Düngerproduktion auf den Mischer 2. Ah, warte, den können wir umsetzen. So. Und du bist dann für Dünger 2 zuständig. Gut. Das ist so der simple Anfang. Aber wir brauchen hier noch Ammoniak. Ammoniak machen wir hier aus saurem Wasser und Dampfhochdruck. Daraus kommt Schwefel und Ammoniak. Wenn ich jetzt sage, ich brauche mehr Schwefel, weil mehr Ammoniak, weil mir der Ammoniak geht mir ja dauernd aus und ich brauche wie viel hier für 24? Und hier brauche ich 12 für. Ich kriege hier zwar die 12 pro Minute daraus, aber nicht die 24, die ich benötige. Ich brauche 2 Chemiefabriken, 2 eigentlich. Oder wie mache ich denn das am Schluss? Ja. Ist natürlich blöd, dass wir dann sozusagen einen Überschuss am Ammoniak haben am Ende. Okay, ich könnte natürlich den Ammoniak dann wieder auch aufsplitten anfangen. Das sind natürlich alles Überlegungen. Problem ist halt, dass wir wirklich genug Schwefel produzieren. Ein Schwefel können wir abtransportieren, rein theoretisch, ne? Schwefel kann man verwenden für irgendwas. Bedeutet, eine leichte Unterstützung wird uns schon mehr helfen. Dann brauche ich einmal noch eine Chemiefabrik. Und ein saure Wassertipper. Du sollst mir Ammoniak produzieren. Dafür brauchen wir Wasserstoff und Stickstoff. Gut. Wenn ich mich nicht irre, kann davon vieles unsere Luftanlage hier. Wo ist sie denn? Stickstoff und Sauerstoff. Schaden. Superb. Alles mal kurz ein bisschen herrichten, was wir brauchen. Du musst dann da rein. Das Wasserstoff. Braucht Wasser. Macht aus Wasser Wasserstoff und Sauerstoff. Ein Elektrolyse. Der produziert aber 21 Wasser. Er braucht nur 6 Wasser. Ich glaube, ich bin hier was auf der Spur. Ich glaube, ich habe da echt was. Gut, also.
Die schneiden wir aus. Warte mal. Die zwei schnell zur Seite. Und dann dich. Zwei vor, weil wir brauchen auf jeden Fall einen Ausgleicher. Mit Priorität hier drauf. Nee, warte. So. Und das... Priorität auf 4. Ich will schauen, dass wir vielleicht auch irgendwie auch ein bisschen Puffer einbauen insgesamt, die uns dann sozusagen erlauben, auch mal nicht unbedingt direkt benötigt zu werden. Da tun wir direkt einen Schornstein ran, weil der gibt ja genug und du brauchst weniger. Bedeutet, bei dir kommt nochmal ein Ausgleicher ran. Genau. Nein, ach Gott. Wo ansonsten ein Schornstein dran ist. Genau. Mit natürlich Priorität auf 4. Setzen wir das Ganze so hier an. Hä, wo habe ich das jetzt angesetzt? Ich habe den falschen Anschluss verwendet. So. Zack. Gut. Perfekt. Aber wir haben doch hier irgendwo Wasser gebraucht. Du gibst Wasser aus. 21. Das ist genial. Das ist mega genial. Warte mal. So. Es ist ein bisschen doof, aber ich mache hier noch einen Ausgleicher hin. Aus einem Grund, ich will hier zwei Lager haben. Und das Lager kriegt Priorität. Dadurch, dass das sozusagen dann zuständig ist für die Dampfproduktion. Gut, wir brauchen natürlich dann noch
wir machen ein extra... Oh, oder? Ich glaube, es gibt mehr Sinn, wenn wir hier sagen, wir machen hier... 1, 2 So-Lager. Hier mit saures Wasser. Und das soll gefüllt werden. Und dann hier Wasser, das bei der Hälfte entleert werden soll. Hier kommt noch ein Schüttgutlager hin. Kalkstein bitte mindestens bis hierhin befüllen. So. Dann hätte ich gerne, dass wir einen Heizkessel verwenden. Genau. Der kriegt dann ein kleines Schüttgutlager Kohle hier hin. Kohle. Das braucht noch meinen... Alter, wie lange spiele ich das Spiel jetzt schon? Ich habe immer noch keinen Plan, wo was teilweise ist. Gut. Und dann am Ende... Die großen brauchen mir teilweise einfach zu viel Platz. So. Wo platziere ich denn das dann? Ich weiß nicht, hier irgendwo schlau oder hier unten, ne? Wie weit geht denn der da mit der Kupfer? Wenn ich hier grabe, muss ich mindestens den Platz freihalten. Also müsste ich dann hier hin irgendwie... Hätte ich wenigstens direkt Anschluss für bestimmte Sachen. Ich habe alles voreingerichtet. Hier schon. Die Kohle muss ich noch ein bisschen einrichten. Saures Wasser. Genau, dann tun wir das jetzt mal als Blaupause speichern. Season 2. Dünger 2 V1. Relativ simpel, aber ich denke doch gar nicht schlecht. Vor allem, wenn ich mir das anschaue, ist das fast dieselbe Größe, ne? Brauche ich jetzt doch... Ich habe gleich alles so ausgelegt, dass wir den kompletten Schwefel verbrauchen, ne? Wait, what? Oh, goddammit. Go, Leute. Kohle! Ja, das ist das Problem. Wir kriegen nicht so viel Kohle ran, wie wir bräuchten. Für das ganze Lager. Jetzt sind die Anlagen leer. Ah, stimmt. Ha, warte. Ich kann wenigstens eine Anlage hochfahren.
So. Jetzt sollte er gleich wieder hochfahren. Fahr die Heizkörper hoch. Und dann die Turbinen. Holy shit, geht das schnell runter in dem Fall. Erkundigt mal, was da alles ist. Oh, schau, hier geht die Erde auch noch tiefer. Also sind noch nicht ganz so weit unten. Ja, die Wartung, die kommt gleich wieder. Das war jetzt einfach nur Betriebsproblem. Das Problem wird gerade behoben. Wir laufen auf jeden Fall aktuell auf 20 Watt. Das ist schon mal gut, weil mit einer Anlage können wir auf 30 Megawatt arbeiten mindestens. Das ist super. Das hat uns gerade ein bisschen den Arsch gerettet. Zum Glück. Ich sag nur zum Glück. Jetzt kommen die ersten LKWs mit Kohle wieder und dann wird es schon wieder. Die baggern sich jetzt erstmal durch den Berg durch. Der muss tanken, okay. Gut, gut, gut. Aber es wird ja Stück für Stück so ein bisschen. Aber unser Schiff steht immer noch hier, ne? 470, 470, die sind alle so 470. Probieren wir den mal. Einfach try. Wir haben so viele Kartoffeln aktuell auf Lager, das ist übel. So, aber jetzt zurück zum Punkt. Wie fahren wir hier jetzt gerade fort? Ich würde dir gerne dich fürs Erste hier hinslippen. Alles dazwischen abreißen. Und dazwischen eine sonderbare, gute neue Anlage einbauen. Die dann das an der Ecke übernimmt. Alles Stück für Stück ausschalten. Hier auch immer Verbesserung anbringen, damit wir das einfach schneller liefern können. Hier ist Wasser drin. Oh no, eine lila Lage, echt. Oh shit, okay. Das Schiff ist wieder daheim. Man braucht jetzt eine Reparatur erstmal. Dann entleeren wir das Lager mal schnell. Und dann setzen wir da das neue Gebiet an. Das ist ja auf Autonomie gebaut in dem Fall. Von daher sollte es ja gar nicht so schlecht sein. Ich setze es hier hin. Dann haben wir ein bisschen Abstand zwischen dem ganzen Rest. Das Lager braucht nur ein bisschen, um leer zu werden. Wie schaut es mit unserem Lager hier aus?
Scheint sich sogar langsam zu leeren. Das finde ich gut. Ich glaube, es scheint diesmal doch wirklich das Glas zu sein, was hier das Stockpile killt. Aber da habe ich auch noch keine wirkliche Rückführung, ne? Da habe ich noch keine wirkliche Rückführung, deswegen habe ich hier das Problem. Das muss ich auch nochmal erneuern, das ganze Werkstoffrückführungssystem-Gedöns. Aber das wird noch, wie schaut's hier mit dem Kohlen liefern aus? Die haben sie auch noch nicht durchgekramt, so wie ich es gerade gedacht hätte. Nein, aber sie haben genug Kohle auf jeden Fall zum Liefern. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Schon wieder viel zu viel Zeit vergangen. In der nächsten Folge bauen wir das Düngersystem um. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.